Hallo miteinander zu einem hoffentlich neuen, spektakulären Part von Forza Horizon und ich wünsche euch viel Vergnügen. Hier gibt es dann später wieder, jetzt haben wir dann genug Strassenrennen am Stück gemacht. Hey, du bist zurück! Ich wusste, dass es dich gepackt hat. Ja, logisch, jetzt gepackt. Was soll denn das? Alle Sequenzen zum Teil ein bisschen lang. Aber ja. Diese Typen kennen die Straße besser als jeder andere. Und erwarte nicht, dass sie Rücksicht auf dich nehmen. Erwarte ich nicht, nein. Aber ich erwarte, dass ich gewinne. Sieht schon gut aus, da soll ich sie überholen. Dass wir da jetzt zwischen die Strassenrennen in der City abschliessen können. Bei den vorderen zwei Zügen da doch recht weg. Wir müssen uns konzentrieren, um da dranbleiben. Bald 150. in der Popularitätsrangliste. Ich weiß. 150 gibt es dann wieder das Schaurennen dazu. Die haben wir jetzt ganz cool überholt. Zwar ein bisschen kollidiert und deshalb Fähigkeitskette verloren, aber wir sind die Erste und das ist eigentlich das Einzige, was mich jetzt in den Straßenrennen interessiert. Wo es so eng und knapp zu und her geht, dass ich auch ja Erste werde. Natürlich fahre ich möglichst immer an allen eng vorbei, dass ich die Fasttreffer hole. Aber. Grossartiger Drift. Ich habe das Ziel schon gesehen. Karte. Oh, wieder eine neue Straße, die wir noch nicht haben. Lichteffekt. Oh, die sind halt schon cool. Sind jetzt erst bei den neueren Teilen noch besser. Die, die dann auch wirklich für die Xbox One gemacht sind. Weil das hier ist ja noch ein Xbox 360 Spiel, wo sich aber meiner Meinung nach grafisch überhaupt nicht verstecken muss. Gut, nehmen wir an, es ist das schon grafisch ein bisschen aufgebessert worden auf der One, wenn man ja dort die One-Version runterladen, dass es ein bisschen besser aussieht, dass es nicht 1:1 die Grafik ist, wo sie ist. Trotzdem sehen wir nicht daran, wie alt das Spiel ja eigentlich schon ist. Ja, nicht noch kollidieren, jetzt noch kurz vor Schluss. Und wir schließen die Straßenrennen ab. Und wir sind auch da Erste. Ah, Knopf drücken müssen wir vielleicht auch noch. Teufelskerl! Wenn wir jetzt die erste Straßenrennen abgeschlossen haben. Oh, ein Auto gewonnen. Ein Evo, Mitsubishi Evo. Hat jetzt wertvollere darunter gehabt. Aber ja, wir steigen nochmal für eine Fahrt ein. Und wie lustig ist das, wir gewinnen mit einer Impresa ein Evo. Okay, du willst ernst machen. Such dir ein Rennen aus und dann geht's los. Also die haben wir jetzt alle abgeschlossen.
Karte. Deshalb ist jetzt auch dunkel geworden da auf der Anzeige. Jetzt, mit was machen wir weiter? Mit was machen wir weiter? Jetzt haben wir ein paar Strassenrennen gemacht. Jetzt brauchen wir das. Okay. Die Herausforderung machen. Und dabei geht noch den Scheunenfund holen. Das wär's jetzt doch. Das machen wir jetzt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir fahren jetzt mit dem Evo zu dieser Herausforderung, zum nächsten Showkampf. Bevor wir einen neuen Schaukampf kriegen. Es gibt neue Gerüchte um einen Scheunenfund in der Nähe des Horizon. Ich habe das Gebiet markiert, damit Sie mit der Suche beginnen können. Es ist oben in Kettle Hills. Schon wieder ein Scheunenfund, also ist es dringend notwendig, dass wir jetzt den Scheunenfund mal angehen, weil wir schon wieder einen neuen haben. Also man entscheidet sich einfach mal immer für irgendetwas zu machen und dann kommt wieder eine Durchsage und dann ist schon wieder etwas anderes wichtiger, so kommt mir etwa die vor, wobei jetzt, wir bleiben jetzt doch konsequent. Und fahren jetzt, oh, das ist eine Geschwindigkeitszone da. Kann gar nicht auffallen, dass da so ein Schild steht. Das könnte eine von der schnelleren Geschwindigkeitszonen werden. Gesetzesbrecher. Erfolg freigeschalten. Das habe ich auch nicht wählen. Aber ja, ich habe es gleich mitgenommen. Wenn es dunkel ist, eine Scheune zu suchen. Das könnte natürlich auch noch speziell werden. Vorne hat es einen Blitzer, mit dem wollen wir mit 200 Sachen dran vorbeifahren. Jawohl, gelingt. Neue persönliche Bestleistung. So, also zum ersten Mal seit langem, dass wir wieder einfach mal frei auf die Piste rumgurken. Neue persönliche Bestzeit bei einem Blitzer aufgestellt. So, und jetzt sind wir da in der Zone drin, wo der Scheunenfund ist. Also halb in den Wald reinfahren. Ja, ja, meine gerade fahre jetzt einfach mal noch da die Straße entlang. Schauen, ob die Scheune da so ist. Und da bin ich mit 200 Sachen durch. Okay, da ist sie nicht. Da hätte ich sie zumindest nie gesehen. Jetzt fahren wir da vorne in die Pampen runter. Das, wo eine Scheune ist. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Da sehe ich keine Scheune. Nach rechts abbiegen. Da sehe ich auch noch nie einen. In 400 Metern rechts abbiegen. Und jetzt so langsam weiß ich dann etwa, wie die aussehen, aber sicher da. Ja, da ist sie tatsächlich. Oh. Sehen wir denn da Schönes? Oh Mann.
Es ist ein Geschenk des Himmels. Bei dieser hübschen Lady handelt es sich um einen Mercedes-Benz 300 SL Coupé. Eins der schönsten Autos, das je gebaut wurde. Finden Sie nicht? Es wird eine wahre Freude sein, Ihnen wieder zum alten Glanz zu verhelfen. Und wenn ich fertig bin, haben Sie ein echtes Sammlerstück. Okay. Flügeltüren-Coupé. Netzmobil, Netzgefährt und da vorne ist ja gerade wunderbar der Show-Event. Wissen Sie, warum es Schaurennen heißt? Probieren Sie es einfach mal aus. Bei einem Sieg gehört das Auto Ihnen. Bei einem Sieg gehört es mir. Dann hätten wir ja schon wieder ein Auto. Langsam haben wir richtig viel Fahrzeug schon. Die wenigsten müssen wir kaufen. Was ist das für eins? Oh! Oh! Und wir treten jetzt tatsächlich gegen einen Helikopter an. Hubschrauber-Einsatz. Duell. Ich nehme an, wir fahren jetzt von da vorne so durch den Tunnel, wo er oben drüber muss. Und das ist dann unser Vorteil, oder wie? Wie der Wind Tunnel heißt. Okay, jetzt sind wir fast gleich hoch. Das zieht aber wieder an. Das ist wieder eine halbe Sekunde hinten rein. Das ist aber ein ziemlicher Vorteil für ihn, da sind sie auch abkürzen dürfen. Und es kommt tatsächlich so ein Tunnel da. Okay, Tunnel sind eher für ihn ein Vorteil. Tunnel sind für ihn ein gewaltiger Vorteil. Also wir haben bisher noch nicht wirklich einen Fehler gemacht. Wir haben eigentlich keine Chance gehabt bisher, aber jetzt können wir nochmal her. Jetzt haben wir wohl alles in dieser Kurve. Jetzt wird irgendwann mal wieder überholen auf der Zielgerade, alles klar. Wir gewinnen das Rennen. So richtig schwer sind die Schau-Events jetzt zum Glück, dann auch wieder nicht. Sponsor. Als Belohnung können Sie das Auto behalten. Merci! Eine Corvette in unserer Sammlung macht sich immer gut. Ja, wir schicken mal in das Auto ein, weil wir müssen jetzt wieder eine Aufgabe suchen. Und ich würde sagen, jetzt, auch wenn wir da halt schon wieder einen neuen schönen Fund haben, kümmern wir uns jetzt doch mal um pinkige Rennen. Da habe ich jetzt den 3 Rabattschilder, da können wir aber sicher zu einem späteren Zeitpunkt auch noch vorbei. Komm, wir können doch zu dem Rennen runter und nach dort unten den schönen Fund suchen, nachdem wir das Rennen gemacht haben. Weil wir haben jetzt eh einen weiten Weg in unserer Corvette vor uns, 11 Kilometer müssen wir fahren. Schneller als halte ich nicht. Das ist ein Autospiel, das soll man fahren. Und deswegen sammelt man ja so auch die ganze Zeit mit den Fähigkeitenpunkten.
Für den Rang da, genau. Vielleicht nicht, aber... Die Straßen abfahren müssen wir ja sowieso auch, also... Auch wenn das vielleicht die Straßen sind, wo wir schon hin... Genau, 145. Hey, es wird Sie freuen zu hören, dass der 300 SL fertig ist. Sie können ihn jetzt abholen. Also den Schienenfund kann man auch schon abholen. Fast Treffer haben wir jetzt auch schon wieder die nächste Herausforderung da, den nächsten Rang. Da sind wir ja sicher gewesen, weil es ein blaues Event hat. Die haben wir ja alle gemacht. Neue persönliche Bestleistung auch hier wieder. Und mit dem Fahrzeug. Nach zwei Rängen sind wir dann der 150 drin. Wenn wir die ersten 100 schon hinter uns lassen. Ich nicht mehr werden, bis wir hier die 4 km zurückgelegt haben. Das ist in den 150 Minuten so crashen. Aufgänger. Also wir sind uns einig, ich wäre schon längst in den 150 drin, wenn ich nicht so viele Punkte durch Crashs wieder abgegeben hätte. Dann sollen wir mal schauen, was uns denn in der pinken Herausforderung so erwartet. Sehen wir noch, welche Farbe das nächste Bändchen denn hat. Wobei diejenigen und Treue, die das Spiel ja schon gespielt haben, die wissen das natürlich schon. Oh, ein Rabattschild. Ein bisschen versteckt da hinter den Bäumen. Schauen wir mal, ob es sonst noch etwas hat. Noch mehr Rabattschild. Jetzt nicht. In 100 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Gut, damit wären wir am Ende von dem Part angekommen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Der Part war jetzt mal ein bisschen länger als die letzten. Das wird im Übrigen auch für die nächsten zwei Parts gelten. Aus schnitttechnischen Gründen sind die auch noch ein bisschen länger. Ich muss schauen, vielleicht ist nur einer von den beiden länger. Das werden wir sehen. Ich hoffe, wir sind dann wieder mit dabei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.